So, ganz kurz, am Ende der Saison ist es leider immer wieder so, dass man Spieler verabschieden muss, was einem immer sehr leid tut. Wir verabschieden aber immer nur die Spieler, die uns definitiv und komplett verlassen und nicht die Spieler, die ins Praktikum gehen oder irgendwas anderes machen. Also Lulu zum Beispiel, du wirst nicht verabschiedet, du bist für uns noch da. Der Jan Philipp ist auch jemand, der nächstes Jahr wohl erstmal am Anfang nicht dabei ist. Wer aber leider definitiv weggeht, ist Mopsi Florian Funke. Nach einem Jahr, du warst schon mal hier. Ich gebe jetzt keine Hand, sondern ich knuddel dich, weil ich habe keine Hand. Danke dir, danke dir. Eine kleine Aufmerksamkeit nur, ein kleines Andenken an Hasbro Bayreuth. Und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn du da bist. Vielen Dank. Ein zweiter, der uns definitiv verlässt, ist der Stefan Klenk. Er war 2 Jahre bei uns. Komm her. War bei uns auch tätig in der Jugendarbeit. Vor allem, ich gebe dir auf keinen Fall die Hand, weil du klebst wie Schwein. Vielen Dank, dass du für uns Handball gespielt hast. Aber für mich als Vorstand ist es noch viel, viel wichtiger, dass du bei uns auch in der Jugendarbeit mit tätig warst. Und dafür bin ich dir besonders dankbar. Auch dir ein kleines Andenken an Hasbro Bayreuth. Vielen Dank. Den Rest übernimmt jetzt der Tim Hermannsdörfer. Du kannst selber halten, ja. Ja, ich kann selber halten. Also, hallo zusammen. Vorab erstmal noch, da wir nicht so viel Zeit haben, Mops, Steff, vielen Dank für die Zeit, die ihr mit uns verbracht habt. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem weiteren Werdegang. Aber ich denke, wir werden später noch genug Zeit miteinander verbringen. Deswegen mache ich das jetzt kurz. Was wir nochmal im Namen von Herren und Damen ausrichten möchten, ist nochmal ein herzliches Dankeschön erstmal an alle Fans. Danke, dass ihr euch uns immer unterstützt habt, egal ob es sportlich gut lief oder mal nicht so gut. Ihr seid trotzdem in die Halle gekommen und habt uns angefeuert. Vielen Dank dafür. Und ein besonderes Dankeschön geht wie immer an die vielen kleinen Helfer, ohne die so ein Verein nichts wäre, ohne die wird nichts funktionieren, keine Spiele oder sonst was. Deswegen bitte ich jetzt die, die ich gleich aufrufe und die auch in der Halle sind, bitte mal vor zu uns, die kriegen eine kleine Aufmerksamkeit. Ich muss aber, da ich gedanklich immer nicht so fit bin, habe ich mir eine Liste geschrieben, dass ich auch hoffentlich keinen vergesse. Mach mal wieder auf. Okay, wir fangen mal an mit dem Redi, der mit Abstand professionellste Kameramann in der Bayernliga. Dankeschön, Redi. Kommst du runter oder sollen wir es dir dann hochbringen? Wir bringen es dir dann hoch, alles klar. Es sind leider auch einige nicht da. Heute an der Kasse wurde sehr gut der Jörg vertreten durch die Heidi. Ist die Heidi heute da? Hand geben ist immer noch schwierig, aber ich versuche es trotzdem. Vielen Dank. Als nächstes ist unser kleinster Helfer dabei, unser fleißiger Wischer, der Timo. Für dich gibt es noch keinen Wein, aber ich hoffe, du wirst uns es verzeihen. Dankeschön. Dann als nächstes haben wir unseren DJ. Xaver, bitte nach vorne kommen. Danke für die gute Musik. Als nächstes haben wir die wahrscheinlich härteste Aufgabe. Das ist das Gejammer von uns allen auszuhalten. Die Bärbel, unsere Physiotherapeutin. Applaus
Eigentlich ist ja schon Geschenk genug, unsere Superkörper zu behandeln, aber wir dachten, vielleicht kriegst du auch noch ein kleines Stück. Gut. Als nächstes haben wir mal die ganze Reihe von Kampfgerichtsleuten. Um das Ganze zu beschleunigen, lese ich jetzt mal ein paar Namen auf einmal vor, bitte. Einmal meine Schwester, die Lena, die Ilse und der Feno. Wenn der Feno nicht da ist, dann kommt der Fredi gleich mal mit. Da du ja auch keinen Wein magst, haben wir die Merci-Packung einfach wenn größer gemacht. Ilse, danke schön. Wenn der HSV dir schon geschenkt macht, dann macht das gut. Als nächstes noch den Alan, den Axel, Evers, ja genau, du bist gemeint, Axel. Und der Michel, ist der Michel heute da? Fröhlich. Ja. Thorsten, den habe ich gesehen. Thorsten, bitte nach vorne, der Mann mit der Kamera, der immer die guten Schnappschützen macht. Der Hoppe ist nicht da. Wen ich noch vergessen habe, der Marco Kettel, der am häufigsten mit am Kampfgericht sitzt. Den Rest werden wir persönlich übergeben. Vielen Dank nochmal und noch ein schönes Spiel bei den Damen und wir hoffen, dass wir dann gemeinsam noch schön die Saison ausklingen lassen können bei dem ein oder anderen Getränk. So, und jetzt Bahn frei für die Damen.